So, jetzt eine Aufnahme mit der App in der Bahn. Aufnahme pausieren. Taste. Dass die Tür jetzt hinter mir ist, habe ich mich jetzt mal gedreht und habe jetzt die Mikrofone. Das heißt, die Tür ist jetzt im Rücken bei mir und jetzt hört euch mal das Stereobild an, wie die Leute reden. Ich spreche jetzt mal darüber, weil das ist besser. Also wie gesagt, so klingt die App. Also ich bin mir nochmal in der Bahnhof hier und das heißt, ich habe jetzt ja, so klingt das, weil die Tür ist jetzt im Rücken bei mir, also die Tür ist im Rücken. Das heißt, ich gucke jetzt zur anderen Tür rüber. Das heißt, ich habe mich jetzt gedreht, weil ich hatte vorhin ja eben, hatte ich ja die Tür so ein bisschen abgestrahlt. Jetzt habe ich aber so, dass die Mikrofone jetzt frei sind. Das heißt, dass die Mikrofone jetzt in der Bahn praktisch reinstrahlen, also rechts und links. Also wie gesagt, so hört sich das an. Also so klingt das, wenn man jetzt mit dem Handy, ihr wisst, welche App das ist. Und ich kann den Namen nicht schnell merken, aber es ist nicht schlimm. So, jetzt geht aber hier die Tür auf. Ich nehme mich mal mit, mal gucken, was passiert. So, und jetzt hört ihr das Testbeispiel nochmal. So, jetzt könnt ihr aussteigen und draußen. Na komm. So. Jetzt lassen wir die Bahn noch wegfahren. Ich drehe mich jetzt zur Bahn hin. So, Bahn, fahr bitte los. Nee, fährt nicht los. So, jetzt hört ihr ein bisschen Autolärm, also Autoverkehr. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Ich gehe jetzt nochmal zu Rewe. Gehe jetzt nochmal hin. Könnt ihr jetzt mal hören, wie das hier sich anhört. Ich bin ja ganz hinten eingestiegen, das heißt, ich muss jetzt nach vorne laufen.
Und dann kriegt ihr noch einige Geräusche mit. Ja, kam gerade eine Nachricht rein. Aber sie ist jetzt nicht so wichtig. Tja, Sven, das ist ein Hörerlebnis, ne? Oder ihr Leute, das ist ein Hörerlebnis, ne? So, wenn wir auch vielleicht den Wind. Monster, jetzt zählt er immer wieder. Diego, Mikrofon, Sprachnachricht. Mikrofon, aber das ist jetzt nicht zu ändern. Schön die Autos vorbeifahren. So, jetzt gehe ich nach unten. Drücke mal. Jo. So, ich musste gerade das Handy umgreifen. So, jetzt geht's natürlich zur Rewe. Ich glaube, wir sind mit euch jetzt bis mal rum. Hört ihr mal, wie das sich hier anhört. So, ich hole jetzt den Musiker da ist. Das hat nämlich ein großes Problem mit der Musik. Aber ist ja kein Problem. Wir laufen einfach an ihn vorbei. Und bleiben dann vor Rewe stehen. Tja, das ist jetzt die App. Ich finde die auch super. Ich habe extra gemacht gegen den Schild da gehauen, damit ihr auch mal den Stereo-Sound hört. So, jetzt stehen wir gleich vor Rewe und dann werde ich gleich mal den Rückweg machen. So, jetzt der Rückweg
von Rewe nach Hause in die WG. So, jetzt könnt ihr wieder mal hören. Und ich habe mich direkt von der App gestartet, also direkt, ich habe jetzt... So, wie gesagt, die App nimmt jetzt auf und ich habe jetzt, also die es natürlich kriegen, also ich schicke das ja in verschiedenen Chats. Und mal gucken, ob ich Sven richtig überzeugen kann, weil der schon Innenaufnahmen gemacht. Ich mache natürlich jetzt die Ausnahme. Ne, es kommt gerade eine Bahn. Die nehmen wir mal mit. Warte einen Moment. Die nehmen wir mal mit. Es kommen sogar zwei. Das ist mal sehr gut. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt werden wir gleich das Treppenhaus. Also. So, jetzt gehe ich in die Einfahrt rein. Das halt auch. So. Und jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich einen Schlüssel rausgeholt und werde jetzt die Tür aufschließen und werde hochlaufen ins Treppenhaus. Und hört euch das mal an. Das ist sowas von geil. Aufnahme von